Tag und herzlich willkommen hier in meinem bescheidenen Rage. Ich habe vor einigen Tagen ein kleines Logic-Update gemacht. Logic ist das Programm, was ich benutze, die Musiksoftware im Hintergrund. Sei es wie es sei, auf einmal hat sich Logic geupdatet und dann erschien das. Es ist der Quick-Sampler, ein neuer Sampling-Kram im Hause Apple für Logic-Benutzer hergestellt. Man zieht einfach irgendeine Audiodatei in das Teil rein und schon hat man genau diese Datei über das gesamte Keyboard verteilt. Und man kann es spielen wie irgendein Instrument auch. Und der Witz ist, es funktioniert auch mit der eigenen Stimme. Und ich schließe jetzt dieses Mikrofon an und dann drehen wir alle gemeinsam durch. Ja! Und hier sind wir im Quicksampler. Man sieht ja schon das ganz tolle neue Interface. Hier ist nun ein kleiner Threshold. Hier sehen wir das eingehende Signal. Und wenn ich jetzt... Und dann sieht man, da wo es gelb wird, wird hier dieser Threshold überschritten und wenn es blau ist, eben nicht. Und das kann man sich dann so einstellen, dass der Aufnahmemodus darauf reagiert, wann ein Signal überhaupt eingeht. Das heißt, wenn ich die Fresse halte, dann passiert gar nichts. Aber wenn ich etwas lauter werde, dann beginnt, genau, dann beginnt es aufzunehmen. Dann haben wir unsere Aufnahme hier. Und ich sehe schon, es ist im Key F2, das ist da. Aber wenn ich etwas lauter werde, dann beginnt genau, dann beginnt es aufzunehmen. Aber wenn ich etwas laut, aber wenn ich etwas, aber wenn, aber wenn ich, aber wenn ich, aber wenn ich, aber wenn ich, aber wenn ich etwas lauter werde, dann beginnt genau, dann beginnt es aufzunehmen. Und das ist der absolute Hammer, weil dann kann man nämlich total mit sich selbst durchdrehen. Wenn ich beispielsweise einfach nur den hier mache, das ist der Ton, den ich gerade aufgenommen habe, der ist hier auf dem B. Und der ist jetzt über das gesamte Taster, über die gesamte Tastatur verteilt. Das heißt, ich kann runtergehen. Ich kann aber auch hochgehen. Und kann damit so dann geile Sachen spielen wie... Das heißt, ich bin jetzt sozusagen mein eigenes Instrument. Können wir die Scheiße auch mal wieder löschen hier und recorden? Etwas anderes, zum Beispiel so ein hohlen. So, und da ist er. Und wie gesagt, es ist über das ganze Keyboard verteilt. Das heißt, ich kann sofort. Ungeahnte Möglichkeiten, wenn ich so einen Miau-Sound mache und den ganz lang ziehe, passt mal auf, was dann passiert. Es ist unfassbar. Oder irgendwas Perkussives, was weiß ich. Oder ich raste einfach mal völlig aus. Ich habe noch nie eine schönere Version gehört. Man kann ja hier, glaube ich, auch den Glide ein bisschen... Genau. Komm, pumpen wir mal hoch auf 500 Millisekunden. Mal gucken, was dann passiert. Wie bescheuert. Oder hier. Genau, das ist ja eigentlich. Wer hat sich das ausgedacht? Und das Allerschärfste an der Scheiße ist, es gibt einen Slice-Modus. Das heißt, ich kann irgendwas machen, irgendwas aufnehmen und es wird automatisch jeder Transient erkannt. Also jedes Mal, wo eine neue Wellenform beginnt, also das Audiomaterial, dann wird ein neuer Marker gesetzt. Und das heißt, ich kann das dann hier jetzt spielen. Beispielsweise bei so schönen Sachen wie... Wie ging das nochmal? I've been thinking about what you had done to me. Jetzt gehen wir in den Slice-Modus. Und da ist so ein... Da sehe ich doch einer zu viel hier. Und da ist nochmal einer zu viel. Die Aufmerksamen unter euch haben es natürlich schon längst rausgefunden. Es ist natürlich Gigi D'Agostino. Was sonst? Up, up, bin, 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 bin
bin Ding, bei bin Ding, bei Arbeit, bin Ding, bei. Ich liebe diese Scheiße! Und weil dieser Slice-Modus so unglaublich gut funktioniert mit der Erkennung von den Transienten, kann ich natürlich auch mein eigenes Schlagzeug sein. Es ist nicht zu fassen. Ich mach's mal kurz vor. Gehen wir bequem in den Fleißmodus. Heute sind wir besonders fleißig. Und wer hätte es gedacht, jetzt habe ich natürlich hier mein eigenes mundgemachtes Schlagzeug. Wer hätte da... Das ist dieses komische Geräusch noch von vorhin. Naja. Bevor ich hier den Verstand verliere, muss ich das alles mal ordnen. Und ich glaube, ich baue noch einen Loop kurz. Aus dem Scheiß. Also. Ha? Dann würde ich sagen, ist das hier die Drums. Und dann kommt hier ein Bass und ein Pad und ein Lead und noch irgendwas anderes. Synth. So, dann mache ich nochmal hier Beatboxing. So in der Art jedenfalls. Nehmen wir mal einen Bass auf. So, ein Pad. Und das darf sich gerne sehr, sehr großflächig crossfaden. Na, komm. Ich glaube, ich mache hier schon mal so ein bisschen. Und ein bisschen Compression. Aber ohne den hier. Sehr nice. Ich muss schon sagen. Der Synth. Boah, weiß ich nicht. Was macht man da? Keine Ahnung, ey. Oh Gott, hoffentlich funktioniert das, ey. So. Auch hier ein bisschen EQ, schadet nicht. Und natürlich der Compressor drauf. Es ist alles natürlich ein bisschen quick and dirty hier. Ich mach nochmal schnell ein Delay drauf, vielleicht dieses hier. Hallo? Ja, geil. Und jetzt, Komm, okay, ja, ich mach hier einen Bus mit einem Reverb, mit einem Spring Reverberator. Und die anderen dürfen da auch rein. So, das bereite ich alles mal kurz vor hier. Der Bass braucht das nicht. Hier das Pad. Synth. Könnte man auch mal transposen und zwar runter. Und mit diesen vorbereiteten Sounds mache ich jetzt ein Art Attack Riesenwild. Jetzt ist es soweit. Direkt der Bass drauf. Der Synthi zuerst.
herzlichen Dank fürs Dabeisein bei diesem tollen Experiment mit diesem Ding. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich fand es einfach nur so geil. Und wenn ihr das mochtet, dann liked das Video und abonniert den Channel für weiteren geilen Scheiß mit Musik und überhaupt und sowieso. Und erzählt all euren Freunden, was ich hier für eine bekloppte Sau bin. Und oder lasst es, mir doch wurscht. Nein, erzählt es allen. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Tschüss.